Und ein herzliches Willkommen zu einer weiteren Folge, neuen Folge von der Eurotruck Simulator. Vielleicht auch die vorletzte für heute. Warte mal ganz kurz, ich muss mal ganz kurz hier. Ja. Was machen die da draußen schon wieder für Geräusche? Und ich muss mal kurz gucken, wie viele Folgen habe ich eigentlich schon. Ich habe, das ist die siebte für heute. Ja, dann die vorletzte Folge wahrscheinlich. Das klingt denn korrekt. Dann habe ich genau 20 Folgen insgesamt. Dann haben wir eine schöne Viererzahl. Die mag ich ja am liebsten. Genau, 5000 Euro immerhin. Oh ja. Wie viel haben Sie mittlerweile eigentlich vom Kredit mittlerweile abgezahlt? Eine Rate haben wir abbezahlt. Okay. Wir haben schon wieder 43.000 Euro. Das heißt, wenn wir jetzt den nächsten Lohn bekommen, könnten wir den untersten hier zurückzahlen. Hey, das ist cool. Da sollte ich vielleicht die oberen beiden in 50er Schritte auflösen. Dann können wir immer so was für 50.000 haben, die Dinge abbezahlen. Wobei können wir auch so machen. Cool. Okay. Das heißt, das Ziel für heute besteht darin, hier auf 50.000 zu kommen. Da brauche ich also die und dann noch eine Mission mindestens. Na gut. Außer es kommt wieder eine Mietenrate, eine Zinsrate. Dann sieht es schlecht aus. Dann müssen wir noch eine Mission machen. Oder wir müssen eine Mission machen, die mal etwas länger geht, wo wir etwas mehr Geld verdienen. Wisst ihr, ich muss mal unser Skill hier freischalten für hier, was ist das? Ah, Fernfahrten. Dann können wir mal etwas längere Strecken fahren. 550 Kilometer, okay. So viel ist es jetzt auch nicht länger. Rang 3 würde denn scheppern. Das wäre schon ordentlich mehr. Naja. Naja, gut. Machen wir erstmal die Mission. Wir fahren los. Party! Ich bin der Partybus. Party hart, Party hart, Party hart, Party Wir hart, gehen nach Party rechts hart. ab. Was will dieses Tor von mir? Willst du mich heiraten oder was? Immer geradeaus. Demnächst rechts abbiegen. Ach ja. Biege nach rechts ab. Weil wir liegen auf der Straße rum. Demnächst rechts abbiegen. Oh, rot, natürlich rot. Biege nach rechts ab. Wenn gerade eh schon mal rot ist. Was war denn das? Achso, einfach nur Müll. Na gut. Immer geradeaus. Wo fahren wir jetzt eigentlich hin? Achso, nach da oben. Wow, brauchen wir extra eine Fähre für? Lol. Gibt's da keinen direkten Weg hin oder was?
Rechts halten und dann rechts abbiegen. Biege nach rechts ab. Los, ab, ab über die Stufe. Wumm. Hat mich auch nochmal interessiert. Sieht man von hier aus. Okay, also hier zum Bahnhof. Okay. Einmal kurz. Okay, doch, hier ist, wirklich relativ viel Wasser zwischen. Weil hier könnte man von der Brücke lang. Hä? Ach nee, siehst du, ist hier gar nicht so viel Wasser zwischen. Jetzt nur die andere Welt schon entladen. Ey, guck mal. Hier ist die Fähre. Und hier ist die Welt. Da hätte man locker eine Brücke bauen können. Ey. Nee, nee, nee. Wo müssen wir hin? Wir müssen dahin. Let's go. Neue Route finden. Für das Stück 20 Minuten. Holy moly. Wo sind wir hier nur gelandet? Willkommen in Europa. Als ob ich hier 70 fahren darf. Die Ampel hängt auch ein bisschen auf Halbmaß, kann das sein? Und wieder runter. Let's go. So. Fahren wir zu schnell? Ach, wo? Ja, ihr könnt wieder 70 fahren. Endlich mal. So. Wir könnten uns dann natürlich auch direkt schlafen packen, ne? Restzeit 6 Stunden? Ne, dann nicht. Warum so wenig Restzeit? Okay. Na gut. Dann halt nicht. Was macht denn der da?
Alter, das sind Lämpchen, ey. Holy moly, das ist ja alles hell. Dann kannst du die Nachbarschaft mit beleuchten. Ich meine, fürs Let's Play ist das geil, ne? Fürs Let's Play kann man sowas schon machen. Aber in der Realität war das schon echt, also... Wenn du da keine Strafanzeige wegen Nötigung bekommst, dann weiß ich auch nicht. Das ist einfach hell, Alter. Alter, wie weit dieser Lichtkegel reicht. Stadiumsbeleuchtung ist ja nix im Vergleich. So, da vorne blockieren sich wieder die ganze Straße. Danke dafür. Party, Party, Party hard, Party hard, Party hard. Das ist aber traurig. Die Ausfahrt rechts. Vor allem schön, dass du das nur schon sagst. Ah, oh, lass mich ja vorbei. Das ist aber lieb. Warum sagst du das erst so spät? Digga. Also muss ich doch das aufs Navi gucken. Alter, diese Fluter bei uns vorne dran, die sind so hell. So wäre normal, ja? So wäre normal. Und das ist einfach wir. Das ist schon geil. Das ist schon echt nicht schlecht. Katansard. Kansaro. Kansari, Kansaro. Hier ist ganz schön eng. Oh. Kreisverkehr, zweite Ausfahrt nehmen. Ja klar, fahr noch ein Stück weiter. Bin ich gerade blöd? Also, ich weiß nicht, ob ich mich hier gerade täusche, aber wenn die auf unsere Spur raufen müssen, dann haben wir doch Vorfahrt, oder nicht? Oder denke ich da gerade falsch? Die kommen doch auf unsere Spur rauf. Das heißt, sie schneiden unseren Weg. Also haben wir Vorfahrt. Oder nicht?
Das ist ein Hurensohn. Kann ich direkt wieder in die Werkstatt fahren? Nimm diese Ausfahrt. Biege nach links ab. So, wir sind jetzt wissen schon am Ziel angekommen. Darauf machen. Wo müssen wir hin? Wir müssen nach hinten. Schon wieder. So. Da müssen wir hin. Nein, zu weit. Yay. Meine Kamera wackelt hier ganz schön. Oder war gerade der Autofokus? Keine Ahnung. So, Boot aufstellen. Haben wir schon. Enter. So, oh, wir sind Level 7. Gut, wir machen erstmal Fortfahren. Da geben wir uns mal hier diesen Fernfahrerbonus. Okay. Und dann. Können wir jetzt neue Aufträge machen, die hoffentlich etwas länger sind. Frachtmarkt. Beziehungsweise, wartet mal ganz kurz, in die Werkstatt. Können wir eigentlich, sehen wir hier irgendwo, hier ist dieses neue Aufrüstteil verfügbar. Sehen wir hier, oh. Oh, aber keine Motoren. Schade. Ich guck mal trotzdem ganz kurz rein. Fahrzeugbrowser, LKW-Browser. So, wählen wir mal unseren LKW aus. Der ist sogar immer schon ausgewählt. Ah, geil. Ist mir gar nicht aufgefallen. So. Level 6. Okay, Level 11 müssen wir erreichen. Eieiei. Ach, Gott. Was ist der Unterschied zwischen den beiden? Der Drehzahlbereich, okay. Der kann etwas... Hä? Okay, wow, der hat 50 Newtonmeter mehr. Hat dafür aber auch einen kleineren Drehzahlbereich. Also, beginnt bei einer niedrigen Dreh... Ne, ist ein bisschen blöd, weil dieses 2650 Newtonmeter ist ja nicht über die gesamte Spanne, denke ich zumindest, sondern, obwohl doch, das ist ja der Effektivbereich. Das heißt, über diese Spanne müsste er diese kompletten Newtonmeter haben. Ja, aber trotzdem. Für 50 Newtonmeter, dass er den erst 4 Level später bekommt. Wie gesagt, ich finde das ganze Level-System sowieso ein bisschen blöd. Aber ganz davon abgesehen. Ja, bis wir wirklich einen richtig Leistungsschub haben, hier bei 600 PS, dann müssen wir noch 12 Level warten. Heieiei. Ja, okay, also zur Werkstatt müssen wir demnächst erstmal nicht. Höchstens zur Reparatur. Mal gucken, wie viel Schaden haben wir bekommen. Wir haben ordentlich Schaden bekommen. Alter. 4000. Alter, das darf doch nicht wahr sein. Ja, da wird es wohl mit dem Kredit zurückzahlen noch ein bisschen dauern. Wenn uns die ganzen Vollidioten hier immer reinfahren. Gut, Aufträge. Auftragsfrachtmarkt. Let's go. 10.000 Euro immerhin. Ja, da geht es natürlich wieder zurück. Ah, das habe ich schon lieber. Ja, wohl ja. Als Navi-Ziel einstellen. Oh, ist aber ganz schön weit weg von uns, ne? Egal. Let's go. So. Das sage ich auch immer. Komme ich hinten lang? Ja, sieht gut aus. Weißt du, hab Doppelblinker an, rast ja wohl mit 50 Sachen durch. Ronny, you are a genius. Los, lass mich raus hier. Biege nach links ab. Biege nach rechts ab. Ja. Ey, Karte Totenwinkel. Hallo. Ja,
jetzt habe ich direkt noch mehr Schaden. Am Kreisverkehr erste Ausfahrt nehmen. Ah, nee, so. Nimm diese Ausfahrt. Ich traue mich gar nicht zu gucken. Oh, haben wir gar nichts dazu bekommen. Okay, gut, sehr schön. So, 40 Meter, Kilometer müssen wir fahren. Mit unseren Teppichflutern. Der kam auch immer plötzlich. Dieser Kreisverkehr. So. Da vorne ist schon unser Ziel. Biege nach links ab. Demnächst rechts abbiegen. Biege nach rechts ab. Sie sind am Ziel angekommen. Ihre Routenführung ist damit abgeschlossen. Leider sollte man aber wirklich Pin packen, ne? Ist das so günstig, diesen Auftrag jetzt hier anzunehmen? Weil wir sind schon ganz schön müde. Naja, egal, komm, let's go. Auftrag annehmen. Wie viel Zeit haben wir dafür? Angebot läuft erwartet. Montag, Mittwoch. Wie wo ist es aktuell? Ach, da oben. Wir haben 18. Wir haben. Ja, nee. Ich glaube nicht, dass wir da uns eine normale Pause leisten können. Das wird eng. Nee, okay, komm. Wir fahren erstmal irgendwo Pause machen. Wo haben wir den unglücklichen Rastplatz? Nirgendwo. Wir hätten da einen gehabt. Oh. Ach, scheiße, jemand dann. Ja, das ist jetzt natürlich ein bisschen blöd. Ich meine, gut, ist ein Katzensprung, hier nochmal lang zu fahren. Let's go. Fahrt vorsichtig. Unter Garantie nicht. Dafür kenne ich mich zu gut. Nein, ich bann uns ein! Biege nach links ab. Demnächst rechts abbiegen. Vor allem, weißt du, biegen sie nach links ab. Sagt sie, wenn wir schon mitten auf der Straße stehen. Warum immer so spät? Biege nach rechts ab. Jetzt sagst du schon 3 Kilometer vorher. Ah, nein, upsala. Wow. Vergessen die Q-Taste loszulassen. Da habe ich die Kamera nach rechts gezogen, statt das Lenkrad nach rechts zu ziehen. Naja, kann ja mal passieren. Hauptsache es passiert nicht, wenn wir gerade mit 180 auf der Autobahn unterwegs sind. Dann kann es ein bisschen wehtun. So, geben wir mal ein bisschen Gas hier. Der Ausfahrt nehmen.
Gut, Gas zu geben im Kreisverkehr vielleicht nicht gerade die beste Idee. Wow. Alter, dieser Teppichfluter. Machen wir mal aus hier. Ist ganz schön hell. So, Blinker können wir auch ausmachen. So, es blinkt ja hier noch die ganze Nacht. Wobei die eh fast vorbei ist. Jetzt halt die Frage, ne? So wäre es halt realistischer. Aber fürs Let's Play ist natürlich so besser, ne? Ah, jetzt ist die Frage, was machen wir? Aha. Ich lasse es so. So, klauen wir uns jetzt hier wieder die Vorfahrt. Na komm, ich lasse mal vor. Sonst gibt's hier Krieg. Verkehr, zweite Ausfahrt nehmen. Nimm diese Ausfahrt. Da vorne ist er ja schon, der Rast. Am besten, wir fahren hier hinten hin. Hier können wir auch Pause machen und können gleichzeitig den LKW reparieren. Das macht wesentlich mehr Sinn. Weil tanken brauchen wir noch nicht. Tank sieht noch gut aus. Am Kreisverkehr zweite Ausfahrt nehmen. Ach komm, wir machen einfach beides. Ist er hier direkt in der Nähe. Nimm diese Ausfahrt. Kein Problem. Ich finde eine neue Route. Wenn wir schon mal hier sind, weißt du. So, let's go. Dann haben wir gleich alles abgefrühstückt. Dann haben wir einen aufgetankten LKW. Sind selber ausgeruht. Und wir, aufgetankt, ausgeruht und repariert. Erste Ausfahrt nehmen. Nimm diese Ausfahrt. Immer geradeaus. Demnächst links abbiegen. Biege nach links ab. Hä? Oh. Doppelstockzug verdenken. Geil, 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 geil. Bitte machen Sie eine Kehrtwende. Warum wollte ich? Are you stupid? So. Wartung. Bitte warten Sie, es wird gewartet. Wieder nur noch 42.000, das hört er hier. Uns fließt das Geld durch die Lappen. Können wir hier irgendwas machen? Ne. 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 Ja, und das brauchen wir nicht. Okay, let's go. Achso, wir können höchstens mal gucken beim Auflieger. Können wir da irgendwas Neues? Ja. Hä? Oder auch nicht? Ich dachte, wenn wir die Sternchen kommen, heißt es, dass wir neue Sachen haben. Ne? Ne? Sieht nicht gut aus. Alles erst ab Level 10 und aufwärts. Das ist ja beknackte Kacke. Jutchen, Pause machen können wir da hinten, oder? Aus jetzt hier. Ja, können wir nur da. Das passt aber mit Auflieger gar nicht hin. Das ist ja, beknackt. Komm, wir fahren wieder hier zur Tankstelle, ganz ehrlich, komm, ist jetzt zu blöd. Let's go.
rechts ab. Die lassen uns nicht vor. Manchmal lassen die uns vor, manchmal lassen die uns nicht vor. Teufelspack hier. Okay, ja. Lass uns eine neue Route finden. Ah, ne. Biege nach rechts ab. Hä? Wo ist die Ampel? Au! Ah! Ich hab doch gerade es repariert, Leute. Wollt ihr mich verarschen? Wie soll man denn auf alles gleichzeitig achten können? Als LKW-Fahrer hat man es echt nicht leicht. Demnächst rechts abbiegen. Biege nach rechts so. Können wir hier Pause machen? Sieht gut aus. Am Kreisverkehr zweite Ausfahrt nehmen. Tada! Oh mein Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. So, dann fahren wir jetzt mal wieder zur Werkstatt. Spaß. So, halt, stopp, da. Gut, gucken wir mal nach einer... Och nee. Gut, okay, komm, wir machen mal noch ein bisschen Überlänge. Fahren jetzt mal zur Werkstatt, weil die Folge ist jetzt eigentlich schon vorbei von der Zeit her. Aber ganz schnell zur Werkstatt fahren, machen wir noch mal. Dann ist der LKW wirklich picobello. Und dann machen wir für die Folge Feierabend. Wow. Boah, Alter. Wow. Kein Problem. Ich finde eine neue Route. Neue Route finden. Machen Sie eine Kehrtwende. Oh. Bam. So, Fähigkeiten haben wir jetzt. Genau, jetzt können wir etwas längere Strecken fahren. Wie lange bis zur nächsten? Noch ganz, ganz viel. Okay. Gut, dann würde ich mal sagen, machen wir an der Stelle auch Feierabend. Ja, komm, machen wir. Speichern. 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 So. Dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Ja. Und ja. Wenn es dann heißt, LKW wieder zu Schrott fahren, weil er gerade schon frisch repariert ist. Ich meine, jedes Mal direkt zu reparieren bringt wahrscheinlich eher weniger. Eigentlich wäre es sinnvoller. Weiß ich gar nicht. Naja, wer weiß. Gut, ja. Von daher, bis zum nächsten Mal. Und dann schon mit V, ne?